Takt 1 ist eine Plattform für klassische Musik. Zentral zeigen wir Videos, Konzertvideos, live, also wirkliche Livestreams, aber auch zeitversetzt. Wir wollen die Plattform sein für Leute, die sich für das Thema klassische Musik interessieren und sind erstmal vom Inhalt getrieben. Also ich bin Professor für Musikjournalismus. Der Kollege Stamper, mit dem ich das gegründet habe, ist Intendant eines Konzerthauses und die Idee war, die tollen Inhalte, die jeden Abend in den Konzerthäusern stattfinden, jetzt auch digital verfügbar zu machen. Das ist eine neue, eigentlich relativ neue Darreichungsform von Musik, weil wir kennen das aus öffentlich-rechtlichem Fernsehen. Man kriegt irgendwelche Konserven irgendwann mal vorgesetzt, wenn man gar keine Zeit dazu hat. Wir sagen, das Live-Erlebnis ist das Interessante, wenn ich dabei bin, wie Kunst entsteht, wie es gelingt oder vielleicht auch mal nicht gelingt, aber ich bin live dabei, ich habe die Spannung des Moments. Und auf der anderen Seite, ich kann mir meine Stars dann angucken, wann ich will und wann ich Zeit habe. Dafür ist es ein Angebot, ein bisschen ein Netflix für klassische Musik und das Beste der klassischen Musik im Netz, wie wir gern sagen.